Tja, Mahlzeit, Freunde. Kurzes Prepper-Vlog. Prepper darf man nicht nur schwätzen, sondern Prepper muss halt auch richtig leben. Ne? Und nicht nur im Video erzählen. Und darum habe ich mir hier wieder mal ein paar Nachschub organisiert. Jawohl. Rechnung. Aber der gute Spezialdepot-Shop hat ja da immer ein paar recht gute Produkte am Start und auch Preise. Und bei uns ist es ja so, wir backen unser Brot ja selber. Aber oftmals ist es ja so, dass das halt mal irgendwann ausgeht. Dann muss Maria zuerst wieder backen oder sie muss eins auffrieren noch. Und das geht dann halt nicht so schnell, weil sie immer abends den Teig macht und der muss über Nacht komplett gehen. Also kann es halt wirklich immer passieren, dass die Wurst, wenn der Bursch mal zweimal klingelt, Moment. Ja, klasse, war wirklich nochmal der Sigi. Er hat noch ein Päckchen im Laststock von mich gefunden. Genau, wo waren wir stehen? Genau, das dauert also eine Weile, bis das Brot dann fertig ist. Und dann habe ich gedacht, für genau den Zweck besorge ich mir jetzt mal langhaltbares, gutes Vollkorn-Roggebrot. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon bestelle, tue ich ja wieder mal mein Depot mit Track-and-Eat-Kekse auffüllen, weil die sind klasse, die nehmen wir also immer mit auf Ausflüge und sowas. Das ist jetzt weniger Prepper oder sowas, das ist mehr so, ich finde die Kekse einfach klasse, sie schmecken auch die Kinder. Die kannst du süß wie deftig essen und da ist nie schlecht, wenn du da ein paar in der Schublade hast. Und ich habe auch so einen 10er-Pack im Programm, ich dachte schon eine 10er-Packung Track-and-Eat-Kekse mit. Naja, was ich hier eigentlich probieren wollte, ist hier dieses langhaltbare Vollkornbrot, weil es ist wirklich dann grundsätzlich so, dass dann sonntagabends immer das Brot alle ist. Und dann macht Maria einen neuen Teig und dann gibt es am Montagmorgen wieder frisches Brot. Aber Sonntagabend halt nicht. Dann ist auch gut. Probieren wir was Neues. Machen wir ein Lager mit langhaltbarem, frischem Vollkornbrot. Und bisher, was ich Zutatenliste gelesen habe, liest sich das richtig gut, was da drin ist. Ich dachte, da probiere ich doch jetzt mal so ein Tischle von diesem Sonntagabend Notfallbrot. Ne? Passiert nicht immer, aber so bestimmt zwei, drei Monate. Außerdem wollte ich das schon immer mal probieren. Roggenvollkornbrot. Nur im Dampf gebacken. Zutaten, Roggen, Vollkornschrot, Wasser, Salz, Hefe. Geil. Keine Chemie, kein Scheißdreck drin. Hat 180 Kilokalorien pro 100 Gramm. Etwas Salz, Eiweiß, Ballaststoffe. Nur 3,2% Zucker durch die Kohlenhydrate, 32% Kohlenhydrate, Fett. Etwas Fett, gesättigte Fettsäure. Ja, Roggenbrot ist halt einfach gut, gesund und lecker. Aber das werden wir mal probieren und noch explizit drüber berichten. Aber es ist halt auch eine prima Geschichte, sich da einfach mal einmal so ein Kistle, ne? Was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kilogramm 500 Gramm Packungen langhaltbares Goethes Vollkorn-Roggenbrot. Einfach irgendwo in der Küche Regal zu legen, ne? Etikett ist abziehbar. Schön, ne? Vor allem die Dose kann man doch wunderbar nachher verwenden für Weihnachtsgebäck verschenken, denn wir machen keine beschissenen Weihnachtsgeschenke, irgend so ein Gruscht, sondern wir backen halt Plätzchen und dann füllt man schön so eine Dose mit Plätzchen und wenn man irgendwo hineingeladen ist oder braucht ein Weihnachtsgeschenk, dann bringst du eine Dose selbstgemachte Weihnachtsplätzchen mit, ne? Hat wirklich dann jeder was davon. Cool. Da bin ich mal gespannt. Was ist so? Wo schieben wir das noch hin? Langsam wird es voll, ne? Wenn ich als Einkauf kaufe, ich halt immer eine größere Runde rein. Hier zum Beispiel meine Müsli fürs Frühstück immer. Kaufe ich auch immer Großpackungen, immer so 8 Kilo Pakete vom Basis Müsli von Rossmann. Hervorragend, ist alles drin an Körner, das es gibt, nur kein Weizenprodukte und keine Rosine. Dann machst du ein bisschen Hafermilch oder Sojajoghurt dazu. Wunderbares Frühstück. Wenn Sie es im Angebot haben, Bioqualität. Kilo 2 Euro. Das sind für
20 mal Frühstück. Also, da brauchst du zwei so Pakete im Jahr, dann hast du Frühstück fürs ganze Jahr mal. Ne? Also, feine Geschichte. Wenn man einkauft, Sonderangebote abstaube und dann gute, langhaltbare, ne, Artikel. Roggenbrot, Bio-Basis-Müsli. Perfekt. Also, Mahlzeit, Leute. Jetzt lassen wir es uns schmecken. Und also, ich glaube aber, der Uli hat sich irgendwie verzählt, als er hier 10 von diesen Paketen hier rausgeholt hat. Ne? Das sieht mir mehr nach 15 oder 20 aus. Also, Leute, ne? Immer schön preppen. Ciao, Leute, macht's gut. Euer Uli. Tja, dass neue gebunkerte Roggenbrot so schnell zum Einsatz kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir wollten gerade Abendessen und haben festgestellt, oh, Brot ist alle. Und wenn Maria natürlich backen muss, habe ich ja vorher schon erklärt, muss ich erst den Teig vorbereiten, der muss über Nacht ziehen, damit es richtig gut wird. Das heißt, vor morgen früh gibt es kein neues Brot und darum kommt jetzt sofort diese heute Mittag erst angelieferte Lieferung von langhaltbarem Survival-Brot zum Einsatz. Ja, wenn wir hin Sonntagabend oder einmal die Woche abends so eins aufmachen, weil das Brot dann erst nächsten Morgen wieder fertig ist, dann hält das nicht lange. Ne? So, und das werden wir jetzt ja gleich mal live probieren und verköstigen. So, machen wir auf, Erik. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Guck, hier noch deine Leone-Dose aufpassen. Ja, da ist immer extra Deckel. Denn diese Dosen kann man nachher wunderschön, guck mal, Maria, wunderschön weiterverwenden. Guck mal, Etikett ist abziehbar. Und da kannst du schon Weihnachten Plätzchen reinmachen und verschenken. Mhm. So, schauen wir mal. Das ist der Aufziehdeckel hier. Und Zutat, Maria, muss schon mal lesen, ist echt gut. Ist, da ist nämlich nur drin, wo habe ich das gelesen? Ah, steht hier drauf, genau. Es wird im Dampf gebacken und Zutaten sind bloß Roggen, Vollkornschrot, Wasser, Salz und Hefe. Cool. Keine Geschmacksverstärker, irgendwas, Schnubbige Chemie oder sowas. Zack. Das soll Brot sein. Ja, das ist dunkles Roggenbrot. Vorgeschnitten in schönen Scheiben. Probieren wir, Erik. Lisa, schau mal. Maria, probieren wir. Mhm. Und wie schmeckt's? Mhm. Du da davon wirst halt satt von dem Zeug. Nicht wie Weißbrot, wo du noch mehr Hunger kriegst. Scheiben sind circa 6-8 mm dick. Riecht schön, angenehm. Und? Es ist leicht feucht, also nicht trocken oder bröselig, ne? Wie also diese komischen Weizen-Überlebensriegel. Also da habe ich aber lieber sowas wie diese Weizen-Überlebensriegel da. Du. Und schmeckt halt wie immer so ein richtig schönes Vollkornschrotbrot. Das ist halt abziehbar. Was gut ist, es ist nicht salzig, gell? Also man schmeckt es ganz leicht raus. Ja, guck mal, geht schön weg. Und dann hast du eine schöne Schmuckdose hinterher. Weihnachtsplätzchen. Ja, noch Lester. Vor allem ist es nicht zu trocken, das kannst du einfach mal so mitnehmen. Als Feschbar, sogar ohne was drauf. Es ist nicht zu trocken. Bei mir ist es zu trocken. Du brauchst ja immer Salami drauf. Trocken, Vollkornbrot, nur im Dampf gebacken. Von Wondersohns Mühlen Backbetriebe GmbH in Lippstadt. Asch rein, oder? Werde ich mir jetzt schön schmecken lassen mit Ziegenkäse. Und einen Salat. Und Salat, bevor hier der Junior alles mehr macht. Ja. Ja. Vielleicht nochmal die Angabenliste hier. Einfach mal auf Stopp drücken und durchlesen, wenn es interessiert. Aber von mir bekommt dieses langhaltbare Vollkornbrot absolut Daumen hoch. Was meint ihr? Lecker. Cool. Ja. Lecker, gell? Mhm. Das ist eigentlich mal eine Alternative für langhaltbares Brot. Ich glaube, das ist das, was ich gebacken habe. Ja, das glaube ich auch. Dann kann man nämlich das jetzt heute zum Frühstück futtern und dann kannst du morgen in Ruhe backen und dann gibt es wieder selbstgebackenes. Coole Geschichte. Okay, Leute. Lasst euch schmecken. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hilbi. Ciao. Tschüss. Ja, schon läuft wieder die Maschine. Für morgen mit unserem eigenen frisch gebackenen Brot.